Hallo und willkommen zurück zu einem weiteren kurzen Video hier auf meinem Kanal. Corona-bedingt, leider müssen wir uns heute einmal mit dem 15 Kilometer Radius beschäftigen, so er denn jetzt kommen sollte für die Gegend, in der man wohnt. Da ist ja immer so ein bisschen das Problem, wo genau fängt das an, wo genau hört es auf. Also Anfang ist klar, vielleicht wahrscheinlich sogar bei euch zu Hause, es sei denn bei euch in der Stadt. Es ist anders geregelt, dass die Verantwortlichen da einen fixen Punkt festgelegt haben. Im Zweifelsfall immer noch mal auf der Internetseite der Stadt nachgucken. Aber so generell ist es schon mal ein schöner Anhaltspunkt. Ich habe euch mal eine Seite hier rausgesucht. Hier auf Calc Maps kann man sehr einfach sich den Radius in Kilometern anzeigen lassen. Dazu muss man zuerst einmal eine Adresse eingeben. Ich habe mir jetzt einfach erstmal als allererstes den PDR in Köln ausgesucht. Ganz klar, weil da wohnen ja die meisten von uns, aber mit irgendwas muss man ja mal anfangen. Jetzt habt ihr ja einfach erstmal, da ist er, Abellhofplatz, da ist der WDR. Und wenn ihr jetzt hier auf Radius KM klickt, völlig überraschend, 15 Kilometer, dann sieht man auch schon, wie weit sich diese 15 Kilometer von dem angegebenen Punkt erstrecken. Rein zufällig ist der Abellhofplatz auch einigermaßen mittendrin, aber ihr seht hier, wie weit ihr fahren könntet, dürftet, wenn es denn jetzt wirklich so ist. Und jetzt kommt so ein klein bisschen, ist es tricky. Man könnte ja jetzt auch sagen, ihr wollt zum Beispiel wissen, ob ihr in der Nähe von eurem Lieblings-McDonald's so weit wohnt, dass ihr da auch nach 15 Kilometern noch hinfahren könnt. Ich habe jetzt einfach mal Bochum rausgesucht und da ist ein McDonald's, extra mal gerade nochmal gegoogelt, weil da kenne ich mich überhaupt nicht aus. Aber Bochum, ich komme zwar nicht aus dir, aber du bist ein schönes Beispiel. Da ist ein McDonald's am Kurt-Schumacher-Platz. Den suchen wir jetzt mal. Und jetzt wollen wir hier wieder die 15 Kilometer haben und ihr seht, jetzt ist er wieder bei Köln. Geht also nicht erstmal so. Also nochmal hier kurz auf die Suche. Eigentlich ist es hier, dann alles löschen und hier nochmal den Radius setzen. Jetzt habt ihr das auch richtig. Jetzt ist er auf Bochum fokussiert, eben auf diesen Kurt-Schumacher-Platz. Und ihr seht, da könnte aber noch sogar aus Sprockhövel, aus Witten, aus Gastrop, aus Teilen von Dortmund noch zum Meckes fahren. Also eure Ernährung für die kommende Pandemie ist gesichert, wenn ihr denn vor die Tür kommt und nicht in der Quarantäne sitzen müsst, was wir jetzt einfach mal keinem gönnen wollen. Ja, das war es auch schon von mir für heute. Besten Dank für eure Aufmerksamkeit. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund, Dankeschön und ciao.